Was ist das denn, eine tote Motte? Darunter ist etwas Beamförmiges versteckt. Ja, dann mach es doch auf, Mann! Hör auf! Wir brauchen wahrscheinlich eine Schere, um was Bienenförmiges daraus zu kriegen. Das Bild können wir uns nicht angucken. Dafür diese olle Kiste, die wir nicht haben wollen. Hier unten sind noch stinkende Puschen. Und hier ist noch... Ich würde gerne hier das Regal und sowas entdecken, aber das geht leider auch nicht. Staubsauger geht auch nicht. Wie kommen wir hier raus? Da unten zum Obergeschoss. Dann suche ich mal brav weiter. Stoppschild, das war mit was? Schlüssel. Gehe ich mal wieder nach unten. Und hier zur Küche können wir auch mal gehen. Alter, wie sieht's denn hier aus? Ist ja ekelhaft. Abgesehen davon, dass die Äpfel hier überall rumliegen. Hier ist ja auch alles voll mit Spinnenweben. Päh. Widerlich. Ich möchte sofort kotzen. So, was haben wir da? Graue Farbe. Graue Farbe. Na, ist ja spitze. Können wir bald einen Tuschkasten machen. Da war ein Schlüssel. Da unten steckt ein Schlüssel mit einem Magneten heraus. So, den Magneten haben wir. Grüne Farbe haben wir auch. Und eine Kerzlein, Kerzlein. Dein Licht erwärmt mein Herzlein. Doch nicht... Was? Doch noch bist du nur ein Klumpen Wachs. Du Lachs. Was weiß ich. So, hier haben wir auch noch Knoblauch. Den können wir uns natürlich gleich in den Hals rammen und das ganze Spiel voll stinken. Geht leider nicht. Ich hoffe, man sieht den Mauscursor überhaupt. Ich habe noch keine Erfahrung mit Wimmelbildspielen. Da waren wir schon. Ich hoffe, ihr seht den Mauscursor gerade. Einige der Stufen sind kaputt. Luisa muss die Treppe abgesperrt haben, damit sich niemand verletzt. Wie abgesperrt? Hier ist doch kein Absperrband. Da kommen wir doch easy hoch. Küchenleiter. Machst du Witze? Dem Motiv nachzuschließen für dieses Tor zum Stall oder dem Hinterhof. Können wir die nicht aufmachen? Offenbar nicht. Wir brauchen also immer Motivschlüssel. Was haben wir hier? Da haben wir gar nichts. Mhm. Stromkasten. Ohne einen Schlüssel. Oh, Alter, wie viel Schlüssel. Wir brauchen hier für alles irgendeinen Schlüssel. Nein, ich wollte nochmal den Besen reiten. Zum Kaminzimmer. Okay, wir kommen nicht an den Besen. Wir können nicht um den Teppich gucken. Die Äpfel können wir auch nicht mitnehmen. Durch die Tür können wir auch nicht. Da können wir auch nichts machen. Nichts machen. Schublade. Ich brauche etwas wie eine Häkelnadel, um die Schublade zu öffnen. Natürlich. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Modelleisenbahn, aha. Gray und Brandon müssen Stunden mit dieser Eisenbahn verbracht haben, doch sie funktioniert nicht mehr. Da fehlt eine Batterie unter anderem. Das heißt, die müssen wir noch suchen. Wo geht's da hin? Alter. Dieses Fenster kann man nicht einfach einschlagen. Nur ein Diamant könnte durch so dickes Glas schneiden. Ich kann mit dem Diamant durchs Gehirn schneiden, wenn es hier nicht mehr hilft. Zum Hauseingang. Okay, momentan ist ja noch alles sehr mysteriös, weil ich weiß noch nicht, was es mit Grimms Märchen zu tun hat. Ich wollte ja eigentlich so ein Grimms Märchen-Spiel spielen, aber momentan machen wir alles außer Grimms Märchen. Knieek. Wo war denn jetzt eigentlich... hier war das mit dem Schlüssel, ne? Da können wir den Schlüssel hoffentlich da verwenden. Bezahlst für deine Sünde! Schuld? Was für eine Schuld? In was ist meine Neffe da nur hineingeraten? Ja, geh doch mal durch die Tür. Geh durch die Tür. Was? Ich muss Brandon helfen. Ich werde die Tür zu Kleinholz hacken, wenn ich muss. Mit meinem Magneten. Mit meinen Fingerfarben. Was ist das? Notiz. Ich gestehe, ich bin schuld. Nun muss ich für meine Sünden bezahlen. Brandschutzkiste. I must confess. I'm the guilty one. And now I must pay for my sin. Ja, komm. Ich bin auch... Was meinte er damit? Ich muss Luisa davon erzählen. Na, die wird sich ja bedanken, dass ein Dämon gerade im Zimmer ihres Sohnes... Wo ist Luisa? Unter dem Sofa? Ach, unter dem Stuhl.
eine... Dort kann ich nichts sehen. Ich sollte etwas Licht darauf werfen. Alter, ich sehe, dass hier eine Münze ist. Der kann gar nichts. Es tut mir leid, dass ich gehen musste. Ich besuche eine Frau, die sagt, sie könne Brandon helfen. Hat aber ihre Lustperlen hier gelassen. Was soll das sein? Feuerstein, Herbert oder was? Seltsam, dass Luisa gerade jetzt verschwindet. Es muss wichtig sein. Es muss Zufall sein, glaube ich. Autsch, die Schaufel ist glühend heiß. Vielleicht könnte ich sie mit einem Lappen anfassen. In der Glut könnte sie etwas verstecken. Doch ich sollte zunächst die Flammen löschen. Was soll sie denn da verstecken, bitteschön? So, die Flammen löschen können wir momentan auch nicht. Höchstens mit einem guten Kaffee, den wir aber nicht nehmen können. Die Uhr können wir auch nicht abschalten. Da oben drauf gucken können wir auch nicht. Da auch nicht. Den Elchkopf auch nicht. Die Lampe auch nicht. Wir haben jetzt für die Brandschutzkiste haben wir jetzt den Schlüssel. Wo war die nochmal? Ich vergesse das immer. War die hier? Ist das eine Brandschutzkiste? Nein, es ist keine Brandschutzkiste. Wo war denn die Brandschutzkiste? Ja, buntglas. Ich habe fehlt. Ach, Alter, dass das Inventar mal aufklappt, ist ein bisschen ätzend. Brandschutzkiste. Ich habe vergessen, wo die war. Ehrlich gesagt. Gefunden haben wir die, glaube ich, schon, ne? Das kommt mir so bekannt vor. Stromkasten ist keine Brandschutzkiste. Da können wir auch nehmen, ne? Wo war denn die? Muss ich mir erstmal hier anders hinsetzen. Wo war Le Brand du Kiste du Schutz? Was ist das da für ein Bild? Können wir auch nicht gucken. Durch die Tür kommen wir ja nicht. Was wollt die Puppe haben? Medaillon. Ach, das Medaillon ist, glaube ich, das unterm Sofa. Oder ist das vielleicht der Feuerstein? Ich weiß es gar nicht. Ach nee, das ist hier so ein komisches Medaillon. So ein Rindsbouillon-Medaillon. Ja. Brandschutzkiste. Das ist keine Brandschutzkiste, Alter. Wo war denn die Brandschutzkiste? Ich weiß nicht, wo die Brandschutzkiste war. Wo ist denn diese vermaledeite Brandschutzkiste? Brandschutz. Das Ticken der Uhr macht mir richtig Freude auch. So, das war das Öl. Einen Schwamm haben wir aber eh noch nicht. Was machen wir denn mit der Farbe überhaupt? Die werden wir bestimmt später brauchen. Ja, Liebe auf den ersten Blick ist mir hier auch gerade... Alter, das Inventar. Ach, hier war die Brandschutzkiste. Das war das Ding. So. Du willst mir doch verarschen, dass da eine Katze drin sitzt. Das ist Kitty. Ach, sieh mal an. Hier sitzt sie also, die Frau Cupcake. Die Lieblingskatze meiner Schwester. Doch ich glaube, sie weiß nicht, wer ich bin. Darum nehme ich mir die Axt und verarbeite sie zu Schappi. Ich sollte was anderes versuchen. Nö, finde ich nicht. Der Kanister wäre hilfreich, doch er hat einen Leck. Darum lasse ich ihn liegen. Natürlich ein Leck in Form von irgendwas. Hier kann ich etwas Sand mitnehmen. Mache ich aber nicht. So, was war... Da war eine Taubenform. Okay, wir haben eine Axt. Jetzt können wir ja hoffentlich den Brandon da rausschneiden. Ich glaube, der ist weg. Ich rette dich! Nein! Nein! Und das Drama nahm seinen Lauf. Eine alte Unterhose raschelte am Fenster. Ih, eine alte Unterhose. Der Rauch zieht in Richtung des Waldes. Ich muss ihm folgen. Und nehme noch die Unterhose mit. Ach, ist ein Schal. Was für ein Handabdruck. Was für ein Handabdruck ist das? Er sieht nicht menschlich aus. So viel steht fest. Ich muss zum Wald gelangen und Brandon finden. Was ist das denn? Ich konnte gerade darauf klicken. Er hat das obszöne Bewegung gemacht. Okay, wir müssen also zum Wald gelangen und Brandon finden. Alter, das gibt's doch nicht. Verschlossen natürlich und wir brauchen einen Griff. Ja, hier brauchen wir alles irgendwie. Hier, nichts funktioniert hier in diesem Haus.
Ganz ehrlich, da würde ich mich an Brentons Stelle auch eher nach draußen flüchten. Eine Puppe. Sieht ein bisschen gruselig aus. Die Puppe braucht einen Mund, wie es aussieht. Können wir die anmalen? Ich sollte was anderes probieren. Und lass mich raten. Ich soll mal anprobieren. Wir brauchen also einen Mund für die Puppe. Tja, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, das ist das wieder. Sonst gibt's hier nichts. Alter, die hat die Tür aber gut ausgeräumt, würde ich sagen. Es gibt ja sonst gar nichts. Ach da, Brentons Tagebuch. Hä? One Saturday morning, I woke very early and in a great mood, despite the dark clouds gathering outside. But then I realized my puppet, my favorite toy, was missing. Then I heard barking outside the window. I looked outside, and there was the puppet in the mouth of the strange black dog. And the puppet was alive, and the dog ran into the forest. It's true then. The old woman made my wish come true. She brought my puppet to life. Ja, die alte Frau hat also seine Puppe lebendig gemacht. Das ist natürlich Wünsche, lebendiges Spielzeug. Was passiert hier? Meine Nase juckt die ganze Zeit. Was passiert hier? Ich glaube, meine Nase ist lebendig gemacht worden von der alten Frau. Das ist also die Puppe, die aber keinen Mund hat, um zu reden. Und wir müssen einen Mund finden. Ich kann dir mal einleiten, du geile Puppe. Wir brauchen einen Griff für den Schrank. Was haben wir denn jetzt? Einen Schal. Was soll ich mit dem Schal? Feuerstein. Mit dem Feuerstein kann man bestimmt irgendeine Kerze anzünden oder irgendwas. Oder vielleicht Öl anzünden. Dann brennt das Haus und wir haben das Spiel gelöst. Das wäre schön, aber unrealistisch. So, haben wir hier irgendwo eine Kerze, die bekerzt werden muss. Da ist eine Auskerze, da die kommen wir nicht ran. Hier ist eine Auskerze, an die kommen wir ran. Das ist ja schon mal schön. Ach, jetzt können wir eine Kerze... Ach ja, ach Mensch. Alter, das Inventar nervt. So, jetzt gehen wir mal unter das Dingens und zünden den zünden das Sofa an. Eine Patrone? Pistolenkugel. Und einen Knopf, den ich mitnehmen können und... Was ist das denn? Schüssel mit Milch. Sowas nimmst du mit. Und wir lassen die Kerze unter dem Sofa stehen. Das ist für die Sicherheit einfach wichtig. Jeder sollte eine brennende Kerze unterm Sofa haben. So, pass auf, da gehen wir mal zur Katze und bieten ihr mal, komm. So, auf den Kopf stellen wir ihr das mal oder wir hängen sie ihr direkt ins Gesicht. Was ist das denn jetzt? Was? Wieso nehme ich die Katze mit? Ich will die Katze nicht mitnehmen. Kann ich der Katze vielleicht die Pistolenkugel in den Hintern schieben? Nee, geht nicht. Ich sollte was anderes probieren. Kann ich die Katze vielleicht rot färben? Wutkatze. Kann ich die Katze anzünden? Geht auch nicht. Und den Schal umbinden? Ich bin verwirrt. So, das kriegen wir mit bloßen Händen ja nicht weg. Mit Magneten auch nicht. Natürlich nicht. So, ansonsten hatten wir hier noch den Briefkasten und nüscht. Okay, ja, jetzt haben wir eine Katze. Bin ich ja, vielleicht können wir die Katze als Schwamm benutzen, um das Öl aufzusaugen. Das liegt auf der Hand. Offenbar liegt es ja nicht sehr gut. Vielleicht können wir die Katze auf die Puppe setzen. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Vielleicht können wir die Puppe aber erschießen. Oder einen Schal umbinden. Oder vielleicht können wir die Katze aus dem Fenster werfen. Komm schon, jetzt wirf die Katze aus dem Fenster. Wirf die Katze aus dem Fenster. Vielleicht können wir den Schatten erschießen. Vielleicht können wir Blutflecken machen. Ich habe keine Ahnung. Das ist momentan so ein bisschen zum Wald gelangen. Ja, ich weiß doch nicht wie. Die Katze hier als Hebel benutzen ist natürlich auch ein bisschen schlecht.